Hallo hier bei Johannas Landleben und Küche. Ich möchte euch heute unsere vegetarische Lasagne zeigen. An Zutaten brauchen wir 1400 Gramm passierte Tomaten. Dies sind jetzt passierte Tomaten aus meinem Vorratskeller, habe ich letztes Jahr mit euch auch schon einen Film zugemacht. Dann brauchen wir 400 bis 500 Gramm frische Tomaten, 2 Knoblauchzehen, 200 Gramm Sahne, 250 Gramm Magerquark, 500 Gramm Lasagneplatten, 200 Gramm Tomatenmark, 10 Gramm Salz, etwas Pfeffer nach Belieben, 25 Gramm eingelegten Basilikum. Habe ich auch einen Film mit euch zugemacht schon. Ihr könnt aber auch frischen Basilikum nehmen, wenn ihr den zur Hand habt. Sowie 400 Gramm Käse. Dies ist jetzt bei mir junger Gouda. Ihr könnt natürlich jeden Käse nehmen, den ihr gerne mögt. An Gegenständen brauchen wir heute ein Schneidbrett, ein Backblech, 30 x 39 cm, eine Kelle, Spatel oder Kochlöffel, großen Löffel, Knoblauchpresse, zwei Messer, ein kleines Messer und ein Riffelmesser zum Tomatenschneiden, eine Reibe, zwei Schalen und einen großen Topf. Die Sahne wird zu dem Magerquark gegeben und alles wird glatt gerührt. Der Knoblauch wird geschält und gepresst. Die Tomaten werden in dünne Scheiben geschnitten. Der Käse wird gerieben. Die passierten Tomaten. Das Tomatenmark. Der eingelegte Basilikum. Der Knoblauch. Das Salz. Und etwas Pfeffer aus der Mühle in den Topf gegeben. Das Ganze wird glatt gerührt und auf dem Herd einmal aufgekocht. Nun kommt als erste Schicht Soße aufs Blech. Als nächstes Lasagneplatten. Nicht zu dicht legen, weil sie ja auch noch aufgehen. Darauf wieder eine Schicht Soße und nun in entgegengesetzter Richtung, damit man die Platten auch etwas verbunden bekommt. Hier unten habe ich jetzt eine Platte geteilt, damit man so nach und nach alle Nähte abschließt. Hier drauf jetzt eine Schicht unserer Sahne-Quarkmasse. Nun eine Lage Tomaten. Etwas Käse, die nächste Schicht Lasagneplatten, unsere Soße und unsere Sahne-Quark-Mischung, eine weitere Schicht Lasagneplatten. Der Rest unserer beiden Soßen. Bei dieser Aufteilung der Platten bleibt lustigerweise eine Platte immer über. Die lege ich als letztes einfach so in der Mitte oben auf. Wird auch nochmal in der Soße versenkt. Als letztes gebe ich den kompletten geriebenen Käse darüber. Ihr könnt natürlich auch mit weniger Käse arbeiten. Das Ganze geht jetzt bei 200 Grad und Umluft etwa für 30 bis 40 Minuten auf der mittleren Schiene in den Ofen. Achtet da bitte auf eure Öfen, denn ihr kennt eure Öfen am besten.
Die einen brauchen länger, die anderen brauchen kürzer. Es sollte goldbraun gebacken sein. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich natürlich immer über Daumen nach oben. Lasst gerne ein Abo da. Folgt mir sehr gerne auf Instagram. Da findet ihr mich unter Johanna Land. Oder auch auf Facebook. Dort findet ihr mich auch unter Johanna Land. Mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren und guten Appetit.